gelegen. Ne? Wir haben gut angefangen, haben schnell unseren besten Mann verletzt verloren. Echt, wir hatten heute eine bessere Mannschaft, waren homogener, haben 2-2 gespielt dauerhaft. Weiß nicht, woran hat die gelegen? Kann man sich am Ende mal fragen. Vielleicht haben wir Höhenflucht gehabt nach dem ersten Spiel. Haben wir 19-7 gewonnen. Zweite waren wir auch wieder arg dezimiert und heute vielleicht ein bisschen zu viel Höhenluft gehabt gegen Tabellenführer. Ja, am Ende haben wir natürlich aufgemacht und da ist dann der Damm gebrochen am Ende. Ne? Ja, wir sind da ein 360-Grad-Unternehmen. Ich denke, wir haben auch hier unsere Rico-Kamera dabei. Wir werden da 360 Grad analysieren, da sieht man auch mehr. Wir würden das auch 2D sehen, wo unsere Fehler lagen, weil sonst hätten wir ja nicht die 17 Gegentore bekommen. Ja, die Fluktuation bei uns ist sehr hoch. Es kommen und gehen Spieler. Nach heute muss ich natürlich ein paar auch zwangsweise auswechseln. Aber ich denke, der Kern der Mannschaft bleibt bestehen und wir werden vielleicht von unserem Finanzgeschäftsführer verstärkt. Ja, interner sprechen wir natürlich, tragen wir nicht nach außen. Ich als Kapitän schon mal gar nicht. Es kann natürlich sein, dass die zwei, die immer an der Theke danach noch sind, vielleicht ein bisschen redseliger sind. Aber ansonsten bleibt das bei uns.